Am 30. Juli 1791 gründete Kurfürst Friedrich August von Sachsen per Order das königlich sächsische 2. Husarenregiment Nummer 19. Diesem historischen Gründungstag gedenkt der Husarenverein Grimma mit der traditionellen Kranzniederlegung am Husarendenkmal in der Leipziger Straße. Wieder waren einige interessierte Grimmer gekommen, um der Feierstunde beizuwohnen. Ebenso erschienen auch zahlreiche befreundete Vereine wie Magdeburger Jäger hier in Grün und die Sächsische Garde mit Uniform von 1813. Für Hans-Jörg Dosin ist die Kranzniederlegung mehr als eine bloße militärische Tradition mit Salutschießen. Sie ist vielmehr eine Verneigung und Ehrung der Tausenden von Husaren, die in vielerlei sinnlosen Kriegen und Scharmützel ihr Leben lassen mussten. Das Gedenken ist aber auch gleichzeitig eine Mahnung für uns alle. Denn nur wer seine Geschichte kennt, kann die Gegenwart und die Zukunft gestalten. Der Husarenverein Grimma gründete sich 1990 mit Ziel der Bewahrung und Erforschung der Geschichte des Regiments, das über 1000 Mann und ebenso viele Pferde umfasste. Geschichte wird dank ihnen erlebbar gemacht. Wenn man Leben gestalten will, gehört nach meinem Dafürhalten Geschichte dazu. Wenn ich das eine nicht weiß, kann ich das andere nicht tun. Und in der heutigen Zeit, die so schnelllebig ist, vergisst man die Erfahrungen, die Jahrhunderte vorher gesammelt wurden, relativ schnell. Und da kann man Geschichte natürlich in einer riesengroßen Breite aufstellen. Wir sind ganz schmal gespurt und haben uns einen Teil als unser Hobby aus dieser Geschichte herausgepickt, um das zu pflegen, den Menschen, die hier leben und die uns umgeben, um das denen in Erinnerung zu bringen. Im ehemaligen Bürgermeisterzimmer im Rathaus konnte der Verein sich im letzten Jahr einrichten. In Stadtführungen wird das Zimmer wieder mit eingebunden, um die Husaren und ihre Geschichte in das Stadtbild zu integrieren. Denn neben ihrer reinen militärischen Präsenz waren sie auch ein wirtschaftstreibender Faktor in der damaligen Zeit. Ja, es gibt unheimliche Beispiele. Wir haben zu der Zeit, als das Regiment hier 1819 eingezogen war, 5, 6, 7 Gaststätten gehabt. Wir haben dann Mitte des Jahrhunderts, glaube 54 oder 56 Gaststätten gehabt. Die Husaren wollten mal ein Bier trinken gehen nach dem Dienstende. Wir haben unheimlich viel Sattler gehabt. Wir haben und Schneidereien bis hin zum Friseur. All das hat sich natürlich aufgrund dessen, dass hier 1000 Mann in der Umgebung in und um Grimma herum waren, die mussten ja alle irgendwo versorgt werden. Und das, was immer vergessen wird, sind die Bauern um die Dörfer um Grimma herum, um die Garnisonsstädte generell, aber hier bei uns halt auch Großbartau, solche Ortschaften. Die haben dafür sorgen müssen und wollen, um auch die Pferde zu versorgen. Weil 1000 Pferde fressen im Laufe des Jahres ziemlich viel Heu und brauchen auch ziemlich viel Strohhafer und. Diverse kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Tänze, Bälle und Kindertheater, gingen von den Husaren zur damaligen Zeit aus. Das leichte Regiment oder später eben jenes Husarenregiment hatte um 1870 auch städtische Wachaufgaben, so zum Beispiel in der heutigen Rathausgalerie. Unser Bürgermeister spricht immer gerne davon, sie waren auch die Polizei der Stadt. Nicht mit sämtlichen Befugnissen, aber mit Befugnissen hier in Grimma. Und deswegen hat man hier eine Wache eingebaut, wo dann auch die Wachablösung und die Kontrollgänge ausgegangen sind, stattgefunden haben. Also die Husaren hoben sich im Militär durch ihre teils prächtigen Uniformen ab. Eine Besonderheit ist, dass der Rock und Pelz statt mittels Knöpfen durch farbige Schnüre oder Kordeln zusammengehalten wurde. Die einzigen Regimenter unterschieden sich durch Farbe der Jacken oder auch Dolmans, der Hosen und der Mützen den Kalpak. Der Kalpak wich Ende des 18. Jahrhunderts der Flügelmütze aus Filz. Na, das hat jedes Regiment oder jedes Land, jedes Königreich hat seine eigene Entwicklung, was die Farben betrifft. Sachsen ist ursprünglich weiß gewesen. Dann ist man so ab der napoleonischen Zeit dazu übergegangen, Waffengattungen unterscheiden zu lassen und hat also da Farben mit ins Spiel gebracht. Also aus dem sächsischen Weiß, das ist hat bei der Infanterie Bestand gehabt. Die Jäger sind also in Grün gekleidet worden, die Husaren in Blau,
die Artillerie in Rot. Also so haben sich dann die Farben entwickelt und das in allen Ländern. Mit einem weiteren Salutschießen am Ratskeller und der Einkehr im selbigen wurde der offizielle Teil der Tradition beendet.